Hallo und herzlich willkommen zum Zen Garden Paraguay Bautagebuch Teil 3. In der letzten Woche wurde hauptsächlich an dem zweiten Mauerabschnitt gearbeitet, das heißt vorbereitet und bereits auch geziegelt. Und genau das zeige ich Ihnen heute in diesem kurzen Video. Heute wieder mit Martin. Und bevor wir loslegen, nehme ich Sie einfach mal ganz spontan mit zu einem kurzen Spaziergang über das Grundstück und zwar auf den Teil des Grundstücks, wo in Zukunft die drei Häuser mit den jeweils zwei Doppelhaushälften und der, wir nennen es immer Fitnessraum, entstehen werden. Weil dann können Sie das einfach mal mit mir in einem kleinen Spaziergang live erleben. Danach springen wir in die Drohne und schauen uns den Baufortschritt von der Luft aus an und ganz am Ende präsentiere ich Ihnen auch noch einige Fotos, die während der Woche entstanden sind, wo Sie sehen, wie die Bauarbeiter Schritt für Schritt die Mauer eben weitergebaut haben zu dem, was Sie eben davor schon dann im Rundflug mit der Drohne kennengelernt haben. Und damit starten wir auch sofort. Los geht's! Hier hinten, wo Sie den Pfosten mit dem Solarlicht sehen, hier wird das erste Gebäude entstehen, das heißt die Doppelhaushälften. Wir haben sie andersrum durchnummeriert, 6 und 5. Und ganz grob etwa da, wo der rechts von der Solarlampe, wo der Cocatero, die Palme steht, da wird in etwa das Gebäude aufhören. Und weiter hinten natürlich wird dann das Fitnesshaus mit der gemeinsamen Waschküche, auch nochmal mit einem Vorratsraum entstehen. Und hier rechts, Sie sehen hier den zweiten Pfosten mit oben der Solarlampe. Hier hinten in der Ecke wird das Haus mit den beiden Doppelhaushälften 3 und 4 entstehen. Und hier an der Position entsteht dann das dritte Gebäude mit den Doppelhaushälften 1 und 2. Ja, und hinter mir, in etwa hier wird der Pool hinkommen. Ich hoffe, das bringt die ganze Sache, diese 3D-Animation, ein bisschen mehr aufs Gelände. Natürlich, wenn hier angefangen wird zu bauen, wenn die ersten Grundsäulen entstehen werden, denke ich, wird es viel einfacher sein, das sich vorzustellen. Aber einfach heute als Idee, wo kommen die Doppelhaushälften hin, das wollte ich Ihnen einfach mal mitgeben. Und weiter geht's mit der Drohne. Hier sehen Sie schon eine 360-Grad-Drehung über das komplette Grundstück. Und hier in dem Bereich werden die Gebäude in den nächsten Bauphasen entstehen. Hier sehen Sie den neuen Mauerabschnitt, an dem diese Woche eben stark gearbeitet wurde. Mit den Fotos, die gleich im Anschluss kommen, zeige ich Ihnen auch nochmal Schritt für Schritt, wie unsere Arbeiter vorgegangen sind, um das hier aufzubauen. Den ersten Teil, rechts die Mauer, sehen Sie, sie ist bereits fertig verputzt. Die Farbe fehlt noch, aber kommt auch noch. Und bei dem neuen Mauerabschnitt, die ja, ist schon schön hochgeziegelt. Die Säulen sind noch nicht alle fertig, aber das wird nächste Woche natürlich dann im nächsten Schritt passieren. Ja, und hier auch nochmal eine Drehung. Sie sehen, ach, da bin ich ja sogar echt zu sehen. Sie sehen die verschiedenen anderen Stellen, an denen parallel auch gearbeitet wurde, aber das, wie gesagt, in den extra Videos. Hier nochmal die Mauer, um die es heute geht. Und nochmal von der anderen Seite. Ja, so ganz perfekt funktioniert das noch nicht mit der Drohne und mir. Da bin ich an die Mauer ein klein wenig rangerutscht. Ja, höher gehen, wieder zurück. Aber die Drohne ist richtig empfindlich gerade mit dem Wind. Es ist zwar nicht viel Wind da und auch mit den Bäumen relativ geschützt, aber Sie sehen die kleine Drohne, jedes kleines Lüftchen und es gibt irgendwelche Rechts-Links-Bewegungen. Aber ich werde immer besser. Und wir kommen zu den Bildern von dieser Woche. Ja, hier wird noch der erste Mauerabschnitt verputzt. Und Sie sehen hier, die anderen Bauarbeiter sind bereits damit beschäftigt, die Löcher für die Stützsäulen auszuheben. Und genau wie bei dem ersten Teil wird das Ganze dann wieder aufgefüllt, Erde zugeschüttet, damit hat man die Stützsäulen. Die Stützsäulen werden auch wiederum verbunden, auf die gleiche Art und Weise. Dazu wird eben ein Holzrahmen vorbereitet, es wird das Stahlgestell reingelegt, wie man es hier sehr deutlich sehen kann. Und hier wird dann auch, genauso wie bei den Stützsäulen nach oben, dann am Ende aufgefüllt.
Das Ganze wird dann trocknen gelassen, wird dann am Ende auch noch mit der schwarzen Farbe angemalt. Das sehen Sie hier. Und dann kann geziegelt werden. Und genau so, ja, hier sieht man es nochmal sehr schön. Unten sieht man die schwarze, wasserabweisende, feuchtigkeitsabweisende Farbe. Die Ziegel obendrauf. Und jetzt ein paar Aufnahmen, damit Sie sehen können, wie die Mauer Schritt für Schritt, ja, Reihe für Reihe ihre Form annimmt. Für uns auch immer wieder toll, das täglich beobachten zu können. Ah ja, Thema der Baum auf Nachbarsgrund. Wie Sie hier sehen, wir haben die Wurzeln nicht geschnitten. Wir haben unsere Mauer um die Wurzeln herum gebaut, damit es dem Baum auch wirklich weiterhin gut geht. Und wir freuen uns ja auch über seinen Schatten. Und das war das Bautagebuch Teil 3 vom Zen Garden Paraguay. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie einfach neugierig sind, neugierig bleiben und wieder zum nächsten Bautagebuch des Zen Garden Paraguays vorbeischauen. Ihr Zen Garden Paraguay Team.